eingeschaltet haben. Natürlich ist es für alle diese 5 Kandidaten Ziel, am Freitag ins Finale einzuziehen. Aber dafür müssen sie diese Hürde nehmen. Und dafür haben sie wie immer 35 Minuten Zeit. Also, legt's los an die Töpfe. Ja, vor allem ist ja das Tolle, wenn man natürlich am Freitag im Finale ist und man das dann gewinnt. Dann sitzt man bei Markus Lanz in der ersten Reihe und kriegt von uns Köchen ein 5-Gang-Menü serviert. Das ist doch exklusiv, oder? Eine unwahrscheinliche Bezeichnung, und zwar die Österreicher. Ja? Die nennen nämlich Bulette ganz anders. Und wir haben einen Nobel-Österreicher hier. Der Johann, herzlich willkommen, grüß dich. Hallo. Johann. Wie sagt der Österreicher zur Bulette? Butterschnitzel. Was? Ein Butterschnitzel. Ein faschiertes Butterschnitzel. Ja, also meine sehr verehrten Österreich-Reisenden, wenn die irgendwann einmal wo einkehrt und da sagt einer, möchten Sie ein faschiertes Butterschnitzel? Das ist nichts anderes als eine Bulette. Ja, kostet nur 5 Euro mehr, weil es besser klingt. Ja. Schön, dass du da bist. Du hast mir gestern schon erzählt, dass du sehr viel die Küchenschlacht schaust. Und vor allem, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, du bist da gar nicht der Johann, sondern du bist der Hansi. Ja, genau. Der Hans. Der Hans. Hans oder Hansi, ja. Ja, also das ist auch, das ist eine gute Tarnung in Österreich. Tauft man seine Kinder auf Johann und nennt sie nachher Hans. Okay, ja. Das ist so in Österreich, ja. Ja, das ist auch in Ordnung so. Okay. Und was gibt es bei dir heute als Vorspeise? Fischrisotto. Fischrisotto. Mhm. Da hast du jetzt dafür eben den Risotto-Reis jetzt angeschwitzt. Ein bisschen angeschwitzt, ja. Und jetzt hast du mit Brühe aufgefüllt, oder? Ja. Und jetzt kommen schon die ersten Kräuter rein. Die, jetzt schon? Ja. Bist du sicher? Na, fast. Was heißt denn fast? Ganz also, sicher bin ich mir nicht. Pass auf, du hast doch gestern mit ätherischen Ölen gewürzt. Ja. Schauen Sie her, hier. Solche verschiedenen kleinen Fläschchen hat er dabei. Ja. Und mit diesen ätherischen Ölen, was andere, sagen wir mal, auch gern mal in die Duftlampe reingeben, hat der Johann gestern gewürzt. Ja. So, und jetzt hast du mir erzählt, ihr stellt es selber her. Wer macht es? Meine Frau. Wie macht sie das? Ja, die, das ätherische Öl, das heißt so ätherisches Öl, es ist aber kein ätherisches Öl, sondern es ist... Ein blödes Öl. Nein, es ist kein Öl. Es ist ein, für sich ein Auszug aus Blüten oder Schalen. Und meine Frau hat sich mit dem befasst oder befasst sich schon Jahrzehnte, aber einige zig Jahre. Ja. Und wir füllen fast alle Öle ab, selbst ab. Die gar keine Öle sind. Die eigentlich keine Öle sind. Also da ist das. Weil wenn es da am Fleck, da gibt es keinen Ölfleck, sondern das verdunstet ja. Ah, das ist ein Verdunstungsfleck. Ja, ein Verdunstungsfleck. So, und jetzt pass auf, jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Es ist ja ein ganz zartes Aroma, was du drin steckt. Ja. Und auch beim Herstellen ist es ja auch nicht so, dass deine Frau da, also geh jetzt mal von aus, ne, wie ein Raubbein in der Küche durch diese Aromenwelten springt, sondern das sehr zart verwendet, ja, oder? Ja, stimmt. Und könntest du dir vorstellen, jetzt nur als Frage hin, was ist das? Das ist Basilikum? Basilikum, oder? Ja. Ja, wenn du jetzt den Basilikum jetzt reingehst und noch 27 Minuten hast bis zum Anrichten, könntest du dir vorstellen, dass der Basilikum vielleicht verflogen ist? Das könnte ich mir vorstellen, ja. Könntest du dir vorstellen, vielleicht den später reinzutun, nur für mich? Ja, werde ich machen, werde ich machen. Okay. Okay. Und dann habe ich eine zweite Frage. Ja. Du gießt jetzt immer, das ist Weißwein, oder? Das ist Weißwein. Wann kommt der rein? Jetzt? Der kommt etwas später rein. Warum? Weil ich glaube, es ist sonst verflüchtigt, dass ich komplett. Aha. Also normalerweise ist es so, man schwitzt den Reis an und löscht ihn dann mit Weißwein ab, damit er sich verflüchtigt, komplett. Jetzt echt? Nein, das ist später. Und dann erst die Brühe. Nein. Weil schau, der Weißwein gibt ja die Säure. Aber warte mal, lass mich mal einfach denken. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, jetzt machst du mal Folgendes. Du stellst einen Topf hin, da gießt du etwas Weißwein rein, kochst es auf und gibst die Brühe dazu. Und dann gibst du diese heiße Flüssigkeit immer beim Reiskorn dazu, weil wenn das Reiskorn, weißt du, das Reiskorn, das ist wie so ein Österreicher. Ja? Wenn du das immer mit so einem kalten Wasser oder Brühe auffüllst, dann sagt das, bah, nein, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ja? Wenn du das im warmen Fond reingibst, okay. Ja? Weißt du, mit, da ist ja Stärke dran an dem Reiskorn. Und diese Stärke schockt, wenn man immer was Kaltes draufschüttet. Ich habe gesagt, erst den Weißwein aufkochen. Und dann die Brühe reingeben. So, auf 12 hast du stehen.
steht auf 12. Ich hoffe, es funktioniert. Also, aber es ist richtig, dass es immer schön auf und immer so langsam aufgießt. Aber okay, wir kommen da sicherlich später nochmal dazu. Ich möchte jetzt nur einmal natürlich rübergehen, weil 25 Minuten haben wir noch. Und während ein Fischrisotto vielleicht nicht für jeden eine Vorspeise ist, Hans, jetzt. Ah. Okay. Fischrisotto. Er schaut verzweifelt. Was war denn das für ein Fisch? Saibling, glaube ich. Gut, dass du mir das jetzt gesagt hast, jetzt erkenne ich ihn. Ich gebe ihn dir raus. Ja, pass auf jetzt. Nein, wenn du ihn raustun willst. Der zerfällt ja, oder? Der zerfällt ja nicht? Nein, der muss okay. Zerfallen. Und wo soll der jetzt? Ja, ich gebe ihn ja dann da rein. Ach, du gibst ihn da rein und dann rührst du ihn unter? Nein, ja, den lege ich oben drauf, zerteile und lege ihn oben drauf. Okay. Du zerteilst den? Ja. Also du zerzupfst ihn so in den einzelnen Elemente? Ja, genau. Wo hast du das Rezept her? Von zu Hause. Also pass auf, wenn du zu Hause das nächste Mal ein Viertel von dem Öl reintust, und das ist ja grundsätzlich, ich finde es auch richtig, dass man den so zerteilt, ein bisschen zerpflückt, das ist durchaus auch in der italienischen Küche üblich, also das ist gar kein Problem, ist auch nichts Verkehrtes, aber wenn du dann die eine Seite nimmst von dem Fisch und dann da reinlegst und in der Pfanne langsam brätst, dass die eine Seite Farbe kriegt und ihn dann rumdrehst, dann ist nämlich die Seite noch ein bisschen glasiger und dann gart durchs Risotto. Mhm. Und das, lieber Johann, ist wichtig. Probiere ich jetzt, ja. Weil ich ein Risotto-Fan bin. Ja? Okay. Und deswegen weiß ich nämlich auch, dass man das Risotto nämlich nicht mit einer kalten Flüssigkeit, sondern mit einer warmen Flüssigkeit auffüllt. Weil ein Risotto, das ist die Risotto, die will gestreichelt werden, die alte hier. Also ist der gestreichelt Reis. Worden von mir. Von Ach, weißt du was? Das ist, also, du kannst mal anmachen. Johann, es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Es muss noch ein bisschen garen. Ein wenig Salz fehlt natürlich noch. Ja. Aber so vom Garpunkt her, vom Schlotz her, ist es wirklich fantastisch. Also, lass mich von diesem Weg nicht abbringen. 6 Minuten hast du noch. Ja, genau, das ist schön. Und jetzt suchst du bitte die Stücke raus, die aus diesem Mittelstand sind. Und schau mal her. Vielleicht nimmst du ja auch noch die Zeit. Und schau mal. Du ziehst hier noch ein bisschen diese überschüssige Haut und Fettschicht weg. Siehst du das? Okay. Das kannst du ein bisschen wegmachen. Schaut sehr schön aus. Wie sind die Ravioli geworden? Gut? Ja, super. Es ist zwar nicht ohne, also es hat ziemlich Würze, aber es ist sehr schön. So, ja, der letzte Teller vom Johann kommt vor. Vielen herzlichen Dank. Es habt ihr großartig gemacht. Eva, komm zu uns. Komm zu uns. Komm zu mir. Sehr schön. Und es ist Wahnsinn, aber wir haben nicht nur 5 tiefe Teller, sondern vor allem, wir haben nicht 5-mal Suppe. Das ist überraschend und jetzt muss einer natürlich entscheiden, wie es schmeckt. Und dafür haben wir uns einen Kollegen eingeladen. Hansi Lafer, komm mal zu uns. Ja, komm rein. Was hast du denen gegeben? Wen? Dem Publikum. Die haben sich auf dich gefreut. Ach so. Okay, die wollen alle was essen nachher, oder wie? So. Ich habe mal eine kurze Frage. Du kommst aus der Steiermark. Ja. Und stimmt es, dass wenn man in Österreich Johann getauft wird, dass man eigentlich Hans sagt? Hansi. Also. Ja, stimmt doch. Nee. Dann hast du uns. Hast du uns jahrelang was vorgemacht? In Deutschland heißt der Kanarienvogel Hans, in Österreich die erwachsenen Männer. Du, jetzt weiß ich auch, warum du so bunte Hosen oft hast. Ja, genau. So, jetzt bitte nicht stören. Fischrisotto. Okay, Risotto nicht ganz einfach, weil das Reiskorn muss sehr
schön. Muss sehr schön, also bissfest sein. Ich finde, es ist relativ fest. Also aber es ist geschmacklich sehr gut, also muss man sagen, schmecken ist gut. Dieser Saibling sieht aus wie erwürgt, nicht wie gefangen, weil es sind lauter einzelne Stücke da. Also lauter Stückchen da, aber okay, kann ich verstehen. Das ist ein Rezept, normalerweise füttert man damit Fischreiher. Also ich würde sagen, da gibt es nicht sehr viel auszusetzen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Also weiter ist auf jeden Fall die Garnelen. Oh! Fischrisotto. Knuspriger Blätterteig mit Wildkräutercreme. Fischrisotto kommt weiter. Blätterteig ist ausgeschieden. Andreas, es tut mir leid. Aber vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke. Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Ich finde toll, dass du einen Fankreis mitgebracht hast. Euch vier gratuliere ich natürlich von Herzen für die nächste Runde. Und genau da sind wir schon beim Thema. Morgen geht es natürlich weiter mit dem Hauptgericht. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt. Auf geht's zur Küchenschlacht. Tschüss, ihr Alexander Herrmann. Ja, ich fahr!